Immer zu wissen, wo man gerade ist und dann zu beurteilen, ob man sicher oder eben unsicher unterwegs ist, das ist ein maßgeblicher Bestandteil einer jeden Hochtour. Wo man am Gletscher am besten unterwegs ist und wo man lieber Abstand hält, das schauen wir uns heute an. Die größte Schwierigkeit für die meisten Neueinsteiger bei Hochtouren ist das Thema Routenwahl. Denn der Gletscher sieht mehr oder weniger überall gleich aus, vor allem im Spätsommer, wenn es viel Blankeis gibt und keine verräterischen Trittspuren der zahlreichen Vorgänger im Schnee. Also sollte man sich gut überlegen, wo man den Gletscher wirklich begeht und nicht einfach munter drauf losstapfen. Das kann nämlich manchmal inmitten einer Spaltenzone enden, aus der man dann vielleicht im blödesten Fall gar nicht mehr so richtig selber rausfindet. Wo also gehen? Einen Gletscher begeht man am besten da, wo er möglichst flach ist. Da ist er zumeist recht harmlos und reißt in der Regel nicht so leicht auf. Wieso das so ist, habe ich übrigens schon mal in diesem Video hier rechts oben erklärt. Außerdem sollte man sich gleich zu Beginn einen Überblick verschaffen. In der Praxis bedeutet das, dass du noch bevor du die Steigeisen anlegst und dich im Seil einhängst, dir erstmal den Verlauf des Gletschers ansiehst und dir dein Ziel raussuchst. Anfangs lohnt es sich definitiv auch mal, die Karte dafür herzunehmen, egal ob Papier oder App, um mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Dann suchst du dir am Gletscher die flachen Passagen. Viele Gletscher, vor allem bei den einfacheren Hochtouren, haben lange Flachpassagen, in denen Spalten selten und das Gehen ziemlich angenehm ist. Völlig ausgeschlossen sind Spalten in diesen Gebieten aber natürlich trotzdem nicht. Deshalb solltest du auch deine gewählte Route nochmal nach möglichen Spaltenzonen in der Karte, aber auch vor Ort nach offenen Spalten oder auffälligen Vertiefungen im Schnee absuchen. Vorausschauend zu gehen hilft dir also, sicher unterwegs zu sein und auch schnell zu sein. Denn klar ist, dass du jedes Mal, wenn du dich im Gletscher versteigst, erstmal wieder zurück musst und dann einen neuen Weg brauchst. Das alles kostet insgesamt sehr viel Zeit und nagt an den Kräften. Spaltenzonen solltest du im Idealfall immer großräumig umgehen. Du wirst sie auf einfachen Hochtouren eher selten finden, da flache Gletscher selten ausgeprägte Spaltenzonen haben. Ist das Ausweichen aber definitiv unmöglich, wird es wirklich spannend. Hat man einen besonders anspruchsvollen Anstieg vor sich, der vielleicht durch eine Spaltenzone durchführt, sollte man sich schon lange vorher die Gegebenheiten einprägen. Reißt der Gletscher an dieser Stelle zur Seite und nach unten ab, sind Kreuzspalten eine besonders große Gefahr. Denn hier entstehen bei Schneedecken gefährliche Situationen für die gesamte Seilschaft und ohne Schnee endet man oft in einem unübersichtlichen Labyrinth aus Spalten, das kaum zu überwinden scheint. Sollte man auf derartige Spaltenzonen treffen, ist Umkehren oder eine veränderte Routenwahl tatsächlich die beste Lösung. Bricht ein Gletscher jedoch lediglich in eine Richtung ein wenig ab, bedeutet eine Spaltenzone noch nicht das Ende der Hochtour. Hier ist es jedoch erstmal wichtig zu wissen, wann man sich in diesem Gebiet befindet, um hier eben keine Pausen einzulegen oder sonst irgendwelche Hindernisse überwinden zu müssen. Außerdem sollte sich jeder und jede merken, dass Spalten immer normal, also rechtwinklig zum Spaltenverlauf überwunden werden sollten. Das ist unfassbar wichtig, da bei Schneedecken jeder andere Ansatz schnell zu einem Gruppensturz führen kann. Wichtig ist dieses Wissen vor allem dann, wenn man einen Gletscher gerade nach oben besteigt und durch eine Längsspaltenzone muss. Vorweg, das wird euch bei den ersten Hochtouren definitiv niemals begegnen, sofern ihr auch nicht irgendwo gleich am Aletschgletscher falsch abbiegt. Man muss aber trotzdem durch eine längs verlaufende Spaltenzone manchmal durch, gerade auf den anspruchsvolleren Hochtouren. Und da gibt es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, um möglichst sicher über diese Bereiche zu gelangen. Erste Möglichkeit, man sichert die Zone ab, indem man mit T-Ankern oder Eisschrauben entsprechende Fixpunkte einrichtet. Zweite Möglichkeit, man geht an die Ränder der Spaltenzone und quert dann die Spalte normal zur Verlaufsrichtung und dann wieder weiter ganz normal aufsteigen. Diese Möglichkeiten bringen aber neue Probleme mit sich mit. Möglichkeit 1 hat ganz klar die zeitliche Komponente als Problem. In regelmäßigen Abständen Zwischensicherungen zu setzen, um über Spalten zu sichern, ist zwar extrem sicher, aber dauert auch extrem lange. Wenn man sich zeitnah in einer steilen oder steinschlaggefährdeten Zone befindet, ist das fast so gefährlich wie die Spalten selber. Die zweite Möglichkeit ist zwar nicht so sicher, aber dafür deutlich effektiver. Dabei gibt es aber trotzdem zwei Restrisiken. Zum einen, dass man sich nie sicher sein kann, dass es nicht doch signifikante Kreuzspalten gibt und zum anderen, dass oftmals nicht genau gesagt werden kann, wie weit man rausqueren muss.
Das Fazit solcher sehr spezieller Zonen ist also, begeht sie einfach nicht. Sucht euch Wege, die fernab von solchen Gebieten liegen, denn sie bieten ausschließlich komplett bergsteigerfeindliche Situationen, die man wahrlich nicht unbedingt herausfordern muss. Das größte Risiko auf den meisten gemütlichen Gletschern in den Ostalpen ist aber gar nicht die Gletscherspalte, wie oft angenommen wird, sondern der Fels. Nämlich nicht der unterm Eis, sondern der links und rechts davon, der einem in den letzten Jahren immer öfter den Schädel zertrümmert. Also hier ist es jetzt wichtig, wir müssen uns auf das Szenario einstellen, indem wir was bei der Routenwahl berücksichtigen. Wichtig ist dabei, dass man die Route so kurz wie möglich, aber am besten nie direkt entlang größerer Felswände oder Grate führt. Hier kann man sich sicher sein, dass irgendwann mal was runterkommt. Je mehr Abstand man von den Wänden halten kann, desto besser. In Kombination mit anspruchsvollen Gletschern selbst wird es hier aber jetzt richtig schwierig. Lieber das Steinschlagrisiko oder lieber das Spaltensturzrisiko? Gott sei Dank muss man sich diese Frage nur extrem selten stellen. Aber im Zweifelsfall Spaltensturzrisiko, wenn es gar nicht anders geht. Denn gegen einen Spaltensturz ist man immer gerüstet und häufig sind Spaltenstürze nichts Dramatisches. Ein Stein aus 100 Metern Höhe ist aber definitiv immer ein Fall für die Men in Black. Steinschlag wird im Hochgebirge eine immer größere Gefahr, weshalb eben genau das bitte nicht unterschätzt werden darf. Natürlich ist der Gletscher als großes Mysterium sehr faszinierend, der Nebendarsteller Fels und Gestein muss aber ebenfalls bei der Tourenplanung berücksichtigt werden. Zum Glück haben sich viele schlaue und mutige Menschen die Mühe gemacht, anhand von Karten und auch eigenen Erfahrungen perfekte Wege für die meisten Normalwege auf die meisten beliebten Hochtouren der Alpen zu entdecken. Diese Wege werden dann punktiert, in der Karte dementsprechend auch markiert. Jedoch werden sie nur vage eingezeichnet und sollten im Gegensatz zu den typischen Wanderwegen nicht als die eine richtige Wahrheit betrachtet werden. Gletscher bewegen sich und je älter die Karte, umso eher verschiebt sich der beste Weg mal ein wenig nach links, rechts oder wie auch immer. Denn nicht alle Spalten sind in der Karte eingezeichnet und das ist auch völlig logisch, weshalb es am Gletscher wirklich gefährlich ist, einfach blind der Karte, dem Navi oder irgendeinem Weg nachzulaufen, ohne selbst die Lage selbst richtig eingeschätzt zu haben. Das Wichtigste wird jetzt hier nochmal zusammengefasst, damit du den Gletscher und deinen Weg damit auch gut einschätzen kannst. Erstens, je flacher das Gelände am Gletscher ist, umso unwahrscheinlicher sind große Spalten und Spaltenzonen, aber nicht unmöglich. Hier wird ein Weg wohl am gemütlichsten sein. Zweitens, musst du durch Spaltenzonen durchqueren, die Spalten möglichst rechtwinklig zum Spaltenverlauf, um Gruppenstürze so unwahrscheinlich wie möglich zu machen. Drittens, bewege dich möglichst so, dass die Felsabbrüche und Gerölllawinen nicht auf dich draufstürzen können. Ein Sicherheitsabstand von 50 bis 100 Metern ist je nach Felsaufbau und Gelände eine gute Sicherheitsreserve. Viertens, wird das Gelände am Gletscher unübersichtlich oder findest du dich inmitten vieler Spalten wieder, überlege einen sicheren Rückzug, mach dir ein Bild deiner Position und überlege eventuell Zwischensicherungen, um sicher wieder auf die gewünschte Route zurückzukommen. Fünftens, Wege in Karten können dabei helfen, eine ideale Linie zu finden, man sollte aber trotzdem stets eine Selbsteinschätzung vornehmen, um nicht auf unangenehme Überraschungen zu stoßen. Wichtig ist dieses Wissen vor allem auf Gletschern und Touren, die keine definierten Wege bieten. Beachtest du diese Punkte in der Tourenplanung und auch vor Ort, wenn es drauf ankommt, dann kann bei der nächsten Gletschertour definitiv nichts mehr schiefgehen. Und wenn auch die Alpenakademie künftig so glatt laufen soll wie deine Hochtouren, dann freue ich mich natürlich über einen spendierten Kaffee, um das Projekt weiter so finanzieren zu können. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!